Bullseye. Kaufe kurz mal einen Besen. Zwei Mobs. Noch zwei Katzenklos. Für, wir besetzen mal nicht alle Katzenkäfige drüben. Waren da drüben Futterschüsseln? Ich glaube nicht, ne? Wir nehmen jetzt erstmal das. Okay, hier sollten wir haben, ne? Hier ist ja literally alles ausgestattet. Die zwei Katzendinger sind safe. So. Hier haben wir ein Wasser. Und eine Futterschüssel. Keine Ahnung, die stellen wir jetzt erstmal hier ab. Ein Katzenklo. Okay, die Kartons kann ich anscheinend nicht beseitigen. So. Das Hundekissen. Tun wir auch hier das. So. Futterschüssel. Wasserschüssel. Sollen wir vielleicht auch gleich befüllen, ne, wenn wir schon da sind. So, ein Mob lasse ich dann gleich hier unten besen. Und den anderen packe ich dann in den... Boah, eigentlich bräuchte ich nochmal, ne? Für die zwei Käfigeber und einmal für den Auslauf. So, Katzenklo. Kann man noch nehmen mit. So. Mob. Ein Besen, das wollen wir hier draußen stehen. Die nehmen wir mal mit. Können wir ins Lager schmeißen tatsächlich? Was hat man denn davon, das Zeug einfach ins Lager zu ballern? Würden wir das auch mal benutzen ein bisschen. Pass auf dich auf im Lurky Lucky. Nicht, dass du mir kaputt lurkst oder so. Vielleicht sind die aber auch einfach nicht ganz sauber, die Käfige. Vielleicht verschwindet das Zeug, maybe. Mit. Wenn wir das dann mal sauber machen oder so. Ach, guck mal. Okay, ne, warte mal. Vor allem drei von. Wieso sind hier nur drei Bilder? Okay, wir nehmen die Bilder gleich mal raus. Wir nehmen die Bilder mal raus. Okay. Passt aber auch fast trotzdem, weil dann haben wir trotzdem ja genug Reinigungssachen. Probably. Ja, das sind ja auch alles Hundesachen. Aber das sind ja die Katzenkäfige. Das sind ja die Katzenkäfige. Also vielleicht nehme ich die dann für die Hunde, je nachdem wie die Hundekäfig ausgerüstet sind, I guess. Aber das sind Hundebetten und Hunde... Kisten oder so, ich weiß es nicht. Wo ist denn das Müllding da? Da. So. Jetzt gucken wir mal bei den Hundis rein. Guck mal, blaues Hundebett. Wir haben hier noch einen Mob. Und im Ding ist ein Besen, ne? Den lassen wir mal hier stehen. Im Büro ist ein Besen. Den können wir uns auch snacken. Den hier. So. Zack. Sehr schön.
möchte aber ausprobieren, wenn ich jetzt hier durchschrubbe mit dem Besen. Sauber. Okay. Mit dem Mob. Auch sauber. Okay. Ich dachte, vielleicht gehen dadurch die Kartons weg, aber anscheinend bleiben die Kartons einfach in der Käfig. Okay. Oha. Hund. Digga, einfach mit Dach. Okay. Wir haben auch alle Betten. Ein größeres und ein kleineres. Vielleicht würde ich dann jeweils eins oder so. Sollen wir eine Hundehütte oder so ein großes Bett nehmen? Weil ich würde jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich hier auch zwei bestücken erstmal. So ein kleines Bett. Oder machen wir drei. Ein kleines Bett, ein großes Bett, eine Hundehütte. Dann machen wir vielleicht einfach eine Seite. Dann nehmen wir das. Legen das hier rein. Und stellen das, die Hütte hier hin. Und dann bestücken wir hier. Boah. Schon groß, ne? That's what she said. Ja, schon groß. So, dann machen wir einfach jeweils eins. Bestücken wir die linken drei noch mit Näpfen und so. Gucken wir, ob die Hunde sonst was brauchen. Potenziell. Dass wir uns gleich holen. Damit dann einfach die Käfige ready sind, bevor wir uns Tiere holen. So. Da können wir sowieso noch nichts anderes kaufen. Hundefutter müssen wir auch mitkaufen. Machen wir einfach mal zwei. Das Katzenfutter ist ja, glaube ich, erst eines leer jetzt fast. Also es hält ja tatsächlich eine Weile. Dann drei Futterschüsseln. Drei Wasserschüsseln nochmal. Katzen haben wir jetzt zwei in einem Auslauf. Zwei in einem anderen Bestück. Das ist ja eigentlich in Ordnung. War da auch... Das kann, war dann so ein Beuteldispenser? Bei dem Hundeding? Ich bin mir nicht sicher. Putzen, also die Hunde waschen können wir noch nicht. Also bringt uns eigentlich der Schwamm, der Föhn und das Shampoo noch nichts. Ich glaube, das brauchen wir für die Waschstation wahrscheinlich. Wir könnten mal noch eine Bürste holen. Oder haben wir noch zwei? Ne, wir holen erstmal nur noch eine. Weil bisher haben wir die nicht so wirklich benutzt. Ball- und Gummiknochen. Oh, und Kratzbäume. Für die anderen beiden Dinger. Wir machen mal drei Knochen und einen Ball. Den Ball können wir wahrscheinlich wie den Laserpointer dauerhaft benutzen. Den können wir mitnehmen. Den Gummiknochen können wir dann drin liegen lassen. So, nochmal Großbestellung. Einiges am Bestellen, ne? Einiges an dem Budget wieder weg gleich, aber wir wollen ja gut ausgerüstet sein, wa? Ich lege auch mal die Kamera auf 1 wieder. So, wir nehmen alles. Okay, nehmen wir mal 1 von 10 und 3 von 10. Beim Laserpoint haben wir das nicht. Okay, dann geht das vielleicht nicht. Wir bringen mal eben die zwei Kratzbäume zu dem Katzending. Da ist auf jeden Fall ein Beuteldispenser. Wenn das bei dem Hundeding nicht ist, wäre das ein bisschen weird, aber okay. Und ich glaube, das eine Katzenklo müssen wir noch mal sauber machen. Bethany hatte doch noch einen Kacki gemacht, bevor er gegangen ist, ne? Und das könnten wir vielleicht einfach mal direkt füllen. Wollte ich doch auch schon machen vorhin, oder? Ich glaube, ich hatte gesagt, ich mache das direkt und habe es nicht getan. So. Müssen wir gleich wegschmeißen. Weiß ja nicht, woher ich weiß, welcher der leere Kanister ist, aber okay. Leer, steht da. Wieso steht bei dem nicht, welches leer ist? Das ist leer. Okay, jetzt haben wir die beiden angefangen. Dann. Den schon mal wegwerfen. Okay, das ist auch ein Dispenser. Perfekt. So. Ich werde mit Drogen beliefert.
Das sind die Drogen. Wasserschüssel. Futterschüssel. Wasserschüssel. Hier vielleicht denke ich hier dann das gleich auch noch zu führen. Futterschüssel. Wasserschüssel. Huch. Futterschüssel. Ich will jedes Mal mit dem Mausrad das drehen, ne? So. Ja, natürlich fülle ich das mit dem Fäkalienbeutel. Lol. Hundefutter. Good boy. So, Wasser. Die Gummiknochen haben wir gleich noch. Also ich würde die dann einfach mal reinwerfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oder ob man mit denen aktiv spielen muss. So. So, den Ball würde ich jetzt trotzdem mal behalten. Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert, aber werden wir sehen. Die Bürste legen wir vorne mit zu dem Zeug hier. So, und dann haben wir tatsächlich nur noch die Bilder, aber wie gesagt, die Bilder werden wir jetzt sozusagen. Die Hälfte ist sowieso despawned anscheinend. Und wir haben die ja alle im Computer. Von daher ist das ja nicht so dramatisch, ne? Hier bei der Galerie haben wir die noch alle. Wie gesagt, es waren jetzt sowieso nur noch 3 von 6, irgendwie die anderen 3, keine Ahnung, die sind schon verschwunden beim Umbau. Aber alles fein. So, wir können uns tatsächlich aktuell nur Louis holen. Wir könnten mal. Sollen wir hier ausmisten? Nee, ist ja egal. Wie süß. Louis sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Es scheint, als hätte er sich verlaufen. Louis sollte ins Tierheim gebracht werden, falls seine Besitzer anrufen. Wie heißt der Hund? Das ist ein Hund. Katzi, mir geht hier nicht. Hundi mir. Ha. Tyson. Mal gucken, ob das aussieht wie ein Tyson. Sonst wäre ich für Hasso gewesen. Leine haben wir noch nicht. Eine Leine zum Beispiel haben wir noch nicht. Hallo. Oh Gott. Was bist du denn? Wie geht's dir? Er ist gesund. Alles klar. Perfekt. Dann kann er ja direkt hier. Das ist nicht so groß, ne? Das sieht echt kleiner. Sollen wir den ins kleine Bettchen oder ins. Bei dem reicht das kleine, oder? Würde ich sagen, wenn ich durch. Ja. Die Pfote ist verletzt? Nein. Das ist vollkommen gesund. Steht doch da. Hä? Sehr gelangweilt. Heißt, wir trinken, heißt, wir brauchen dringend Futter. Schön, das stand da. Wir legen Tyson jetzt erstmal hier ab. Tyson, gönn dir. Tyson hat Brand. Tyson will auch spielen. Tyson ist aggressiv und mutig. Weiß jetzt nicht, ob aggressive Hunde so mein Metier sind, bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. So, ich fülle schon mal dein Wasser nach, ne? Bevor er mich haut. Können wir mit dem in den Katzenauslauf Gassi gehen? Weiß ich nicht, ne? Der muss sich nämlich auch schon wieder fast erleichtern. Schau mir doch nicht an.
Hallo? Gut. Das hat sich auch erledigt. Ah nee, das müssen wir beim Auslauf machen mit dem Ball, oder? Ich hole einen Mob. Kein Problem, Tyson. Nimm ein Team mit einer Verletzung. Ah, nee, das steht jetzt. Wir müssen jetzt mit einer Verletzung Foto aufnehmen. Das ist die nächste Aufgabe. Okay. Okay, ich glaube, das... Hey, spielen. Ah, jetzt. Bring den Ball. Bring den Ball. Ja. Ein Feini. Oh Gott. Weiß ich, ob das in dem Käfig so gut ist. Ja. Ein Feini. Ja. Ja. Und los. Irgendwie landet er immer wieder mal im Eck. Bring den Ball. Bring mir den Ball. Ja. Du sollst ihn bringen. Die aber fallen lassen. Mit Scheißen. Beweg dich doch ein bisschen. Naja, das üben wir noch ein bisschen, wa? Das üben wir noch ein bisschen. So, ja, gut ist. Feini, ja. Ein Feini. Alles Feinis. Alles Feinis. Ja, ein bisschen über die Nase, ein bisschen durchs Gesicht, ne? Ja. Jawollo. Tassi? Wieso Tassi? Wie Tassimo? Wieso nicht Tassi? Weil, wie Tassi, weißt du? Bürste? Nee, das ist ja nicht. Der ist ja nicht schmutzig. So, aktuell alles super. Wir löschen immer alle Benachrichtigungen. So, ja, wir gucken mal nach dem Thema der verletzten Pfote. Tasi. 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 Otis? Oh Gott. Können wir es Otis lassen? Nehmen wir die nächste Katze Kazimir? Können wir es Otis lassen? Okay, Otis. Da stand übrigens wieder, dass der sich nur, also ist nicht heimatlos, aber ist der mit der verletzten Pfote. Also das mit der Beschreibung da drin ist ein bisschen, weiß ich nicht. Okay, oh Gott, wir müssen den Verband kaufen. Sag mir das doch vorher. Otis, du musst kurz warten. Chillst du kurz hier? Ich muss den Verband kaufen. Shop, Arznei, Verband. Abfahrt. Wieso haben wir wieder 8000 Dollar? Wo haben wir so viel Geld hier plötzlich? Hallo. Nimm alles. Den Karton bringen wir gleich weg. Wir müssen Otis retten. Otis stirbt sonst. Hallo, Otis. Benötigt Verband. Möchtest du einen Ball? Oh. Otis hat einen Verband. Otis ist vollkommen gesund. Otis hat einen Verband. So, wir packen Otis mal in einen der Käfige da drüben. Die sind neu. Einfach weil, ich meine, der hat einen Verband. Der muss sowieso schon, der kann gerade sowieso nicht raus, ne? So, Otis. Du hast erstmal Hunger jetzt, ne? Dir geht's super. Müssen wir den Verband irgendwann abnehmen oder fällt der von alleine ab? Das ist eine gute Frage, ne? Gut, wir lassen immer eben essen und trinken und so. Nimm ein krankes Tier, sag mal. Bin ich ein Tierheim oder was?
Ganz schön was los jetzt hier. Jeet. Gut, dann müssen wir trotzdem kurz die Grundbedürfnisse von Otis bedingst und dann gucken wir vielleicht nochmal kurz nach einem. Nach einem bedürftigen Tier. So. Otis hatte Brand. Otis, möchtest du spielen? Geht das mit deinem Verband? Otis! Das ist ein Katzenklo! Och, Otis! Was machst du denn? Ja, das ist ein Katzenklo gewesen. Okay, Otis möchte so halb spielen. Wir lassen ihn erstmal ein bisschen Bubu, der muss seine Pfote noch ein bisschen schonen. Da muss man im Spiel noch ein bisschen warten. Grad schwierig mit der Pfote. Sneezy. Für Tierkämpfe für... Oh Gott, bitte was? Habe ich Sneezy gelesen? Sneeze. Katzimir. War das so? Ich glaube. Ein Tier ist krank. Wer? Wer ist krank? Kaufe eine Spritze. Achso, Katzimir. Okay, diesmal kaufen wir erst. Spritze. Blutentnahmespritze. Okay. Hallo Katzimir. Oh Gott. Hustenfieber und kurz... Oh Gott. Kotzt der? Oh Gott. Katzimir. Wir müssen eine Blutprobe nehmen. Spritze. Wenn du Spitze ist, wähle ein Tier. Okay, ja, kriegen wir hin. Katzimir! Geh nicht von uns. Vorsicht, mach gleich Pixie, ja? Vorsicht. Jawohl, ein Feini. So, einmal wegschicken die Blutprobe. So, jetzt kriegen wir gleich eine E-Mail. Katzimir ist krank, ja. Wir gehen schon mal an den Computer. Herr Tierarzt, ein bisschen schneller. Meine Katze ist krank. Hallo. Ich geh gleich so lange mit Otis spielen. Okay, wir gehen eben mit Otis spielen. Katzimir muss durchhalten. Wir gucken uns die E-Mail an. So. Gemäß Blutprobe. Krankheit nachgewiesen. Lungenentzündung. Oh Gott. Zweimal Antibiotika-Injektion. Eine Dosis jede 30 Sekunden. Okay. Das ist, glaube ich, eine realistische Dosisempfehlung. Alle 30 Sekunden eine Spritze. So ist es mit den Medikamenten auch immer. Wenn ihr was von der Apotheke holt, ja. 27 Einnahmen pro Tag, alle 30 Sekunden eine. So, Otis. Ne, nicht Otis. Katzimir, wir kommen. Wir kommen. So, pass mal auf. Wir brauchen ein bisschen Antibiotika, ja? Vorsicht. Ja. Alles guti. Wann sind 30 Sekunden vorbei? Wann sind 30 Sekunden vorbei? Da. Ich habe jetzt irgendwo einen Timer gesucht, ne? Kannst du aufhören zu kotzen wegen deiner Lungenentzündung? Das wäre super. So. Gleich sind die 30 Sekunden vorbei, glaube ich. Katzimir. Alles gut. Alles guti.
So. Und eine zweite. So, ist das schon viel besser, oder? Ja. Jawollo. Der Katzim ist wieder gesund. So. Du darfst jetzt zum Otis. Wollt ihr Nachbarn sein? Otis? Ah, da. Der Otis hat einen kleinen Verband. Du gehst erstmal essen und trinken, ne? So, Otis, sollen wir mal gucken, ob das mit dem Spielen geht, mit deinem Beinchen? Guck mal, kannst du laufen? Ja, klappt doch schon ganz gut, oder? Ja. Das klappt doch super. Uiui. Jetzt hast du mich aber fast über den Haufen gelaufen, ne? Über den Haufen gelaufen, ha. Schalte einen weiteren Reputationsstern frei. I'm trying. So, ein Feini, Otis. Ja, ein Feini. Ein ganz guter Feini. Ja, ein Feini. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Mögt ihr die Katzenklos in diesen Käfigen nicht? Wieso benutzen die in den Käfigen die Katzenklos nicht? Und das ist nur das erste Mal. Das ist so sauber. Steht das vielleicht zu weit irgendwie an der Seite? Noch ein bisschen weiter in den Raum. Sollen wir es ein bisschen drehen? So, maybe? Vorsicht, Otis. So. Aber wir haben ja hier sowieso nur zwei bestückt. Ich dachte, wir hatten hier drei, aber bei den Hunden hatten wir drei. Dann können wir bei dir noch eben Wasser und Dings wieder nachfüllen, ne? Wasser und Futter. Möchtest du auch spielen? Ja, du willst auch ein bisschen spielen. Dann machen wir auch ein bisschen Laserpointer-Action. Ich könnte mal ein bisschen durchschrubben hier, ne? Sieht nicht so sauber aus. Hallo, Katzimir. Katzimir? Nein, nicht Otis. Wieso ist das denn Kat... Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass der... Warte. Huch. Ah. Ich glaube, es ist ein bisschen buggy. Weil Otis gerade noch auf den fixiert war. Oh Gott. Katzimir hat mich einfach über den Haufen gelaufen. Ah, schon wieder. Sama. Oh, er ist leise und er ist Bowling-Künstler. Ich weiß nicht, was er mit dem Bowling-Pin auf sich hat. Aber er ist leise. Ja. Ein Feind. Guck mal, Katzimir schon. 5000 von 5000. Das ist ja crazy. Bei Katzimir sind wir gut dabei, wa? So, wie... Wo habe ich denn den Mob hin? Ah, den habe ich hier noch. So, mal ein bisschen durchfegen. Hier auch. Jawollo. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal am Hundi. Was der Hundi macht. Da. Tyson, wie geht's dir? Was geht, was geht, was geht? Du musst auch essen und trinken, ne? Du musst schon fast wieder kacki, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Vielleicht müssen wir uns gleich mal eine Leine kaufen. Oder wir müssen einfach wieder loswerden. Wir kaufen mal eben noch eine Leine. Spielzeuge? Nee, sonstige? Leine, da. Stellen. Hallo Amazon, ich finde das schon, dass da drüben auch immer Pakete fliegen. Du hast 10 Pakete bestellt. Yeah, das war unser 10. Paket. Gibt's das umsonst?
Ist das 10. war? Vielleicht? Nein? Okay. Schade. So, aber die Leine packen wir da drüben rein, weil die brauchen wir nicht so oft. Können wir auch mit dem Fotoapparat. Ja, nee. Guck mal, aktuell geht das schon noch. So, nächstes Achievement ist, einen Reputationsstern freizuschalten. Könnte theoretisch sogar noch mehr Tiere holen. Ich meine, wir haben jetzt Slots für Tiere, ne? Mitarbeiter können wir noch nicht. Dazu brauchen wir noch einen Stern. Ich glaube, einen haben wir aktuell, ne? Ich glaube, wir haben genau einen. Danach könnten wir theoretisch Mitarbeiter einstellen. Wir haben aber auch schon wieder ultra viel Geld mit 8000 eigentlich, ne? Also gefühlt auf jeden Fall. Wir haben schon wieder einige Interessenten, aber... auch wenn Peaches Auto fahren kann. Oh Gott. Die Bilder, ne? Oh Gott, die Bilder sind super. Werden wir da heute, glaube ich, Katharina machen. So, wir nennen das jetzt Stream. Ich werde keinen anderen Speicherstand haben, aber, ne? Zack, wir haben gespeichert. So. Das war Session, ich wollte schon sagen, Folge 1, Session 1 von Animal Shelter. Frank hat uns ein Geschenk geschickt. Danke, Frank. Da speichern wir noch mal eben $210 von Frank. Dankeschön, Frank, danke.